get his attention. Cleric, with me. Ja, und damit herzlich willkommen und hallo in der Welt von Neverwinter, in der ich ja schon Ewigkeit nicht mehr war. Eine kleine Ewigkeit damals noch mit Neverwinter Nights 1 und 2. Ich erinnere mich, das allererste Neverwinter gab es damals noch bei AOL Online als, oh Gott, das ist schon so lange her, das weiß ich schon gar nicht mehr, als das Internet gerade noch neu war sozusagen. Und jetzt ist das Internet nicht mehr ganz so neu. Selbst die Ära der MMOs ist schon bereits auf dem Sinkflug und in dieser Zeit gönnen wir uns ein Ründchen Neverwinter MMO. Da bin ich sehr gespannt. Wir haben hier verschiedene Rassen. Wie immer fangen wir mit der Rassengeneration an. Und, was? Rassentrennung? Was ist das denn hier? Rassisten? Rassismus? Nee, was ich sagen wollte ist, das erinnert mich so ein bisschen an meiner ersten Let's Plays, wo wir ja auch damals noch MMOs gemacht haben, regelmäßig angezockt haben. Und jetzt, naja, mal schauen, was dabei rumkommt. Ein anderes MMO ist momentan auch noch in der Pipe. Das dann allerdings nicht als Test, sondern tatsächlich. Na, lasst euch überraschen, ich sag noch nix. So, hier demnächst verfügbar übrigens der Typ mit der Kutte. Wir haben hier den Halborg. Halborgs verbinden die besten Eigenschaften der Menschen mit denen der Orks. Auch wenn manch böse Zunge behauptet, dass es derer bei Orks nicht gerade viele gibt. Allerdings verfügen viele Halborgs durch ihre Ork-Vorfahren über große physische Stärke und sind äußerst zäh. Sie sind wilde Krieger und unglaublich schnell auf den Beinen, wenn es gilt, sich auf den Feind zu stürzen. Und ich will gar nicht wissen, wie diese Rassenmischung zustande kam zwischen diesen beiden hier. Weiblich haben wir ja auch. Da gucke ich mal ganz kurz. Ja, sieht einfach heiß aus. Ranzoomen geht leider nicht mit der, zumindest nicht mit dem Mausrad. Wahrscheinlich später in der Generation. Bei den Menschen. Ja, ja, hier, guck mal. Von allen zivilisierten Rassen sind die Menschen am anpassungsfähigsten und unterschiedlichsten. Menschliche Siedlungen sind quasi überall zu finden. Und Moral, Bräuche und Interessen der Menschen könnten oft verschiedener nicht sein. Wie war, hier haben wir die Option der beweglichen Verteidigung. Der Attributwerte, plus 2 auf einen beliebigen Attributwert und heroischen Einsatz. Na, ob die alle so selbstlos sind, weiß man nicht. Hier die Elfen.
Wild und frei beschützen die Elfen ihre aburale Heimat mit tödlichen Pfeilhageln aus dem Schutz ihrer Bäume. Sie errichten Behausungen in solch perfekter Harmonie mit den Wäldern, dass Reisende oft erst mitbekommen, dass sie sich in einer Elfensiedlung befinden, wenn es bereits zu spät ist. Mit elfischer Genauigkeit, was haben wir da, plus 1% Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer, plus 2 Geschick, plus 2 Intelligenz oder plus 2 Weisheit und plus 10% Resistenz gegen verlangsamende Wirkungen. Halbelf natürlich wieder immer eine Mischung, weißt du, es ist immer die Mischung aus Menschen und irgendwem. Als ob die Menschen sich da quer durch das Rassenareal, naja, Liebe machen. Bumsen. Hier zum Beispiel Zwerg gibt es, dann gibt es einen Halbling. Sind die, aber die sind aber keine Mischung aus, ne? Die sind eine eigene Rasse, genau. Hier aber den Tiefling noch. Die sehen aus wie Teufel, gerade auch im Intro, ne? Und dann auch mit diesem klischee-mäßigen Schwänzelein hinten dran. Wieso kann ich die nicht drehen hier? Ich würde mal drehen. So. Der Tiefling. Als Erben einer alten, diabolischen Blutlinie verfügen die Tieflinge nicht über eigene Reiche, sondern leben in den Königreichen und Städten der Menschen. Ihre Entstehung geht auf eine Reihe menschlicher Adliger zurück, die vor langer Zeit einen Pakt mit dunklen Kräften eingingen, der es ihrem Imperium ermöglichte, die halbe Welt zu erobern. Doch sind die Tieflinge seit dessen Untergang auf sich alleine gestellt und müssen sich in einer Welt zurechtfinden, in der sie oft gefürchtet und abgelehnt werden. Wie zum Beispiel von mir. Nein, weiß ich nicht. Also spielen... Aber eigentlich lustig, dass man quasi diese diabolischen Kreaturen auch als Gute spielen kann, glaube ich. Killerinstinkt. Plus 5% Schaden, wenn Gegner unter 50% Trefferpunkten sind. Gefällt mir. Attributwerte. Plus 2 Charisma. Weiß ich nicht. Obwohl eine geschickte Zunge, im Gespräch meine ich, das geht schon. Plus 2 Konsti oder plus 2 Intelligenz. Diabolischer Zorn. Bei jedem eingehenden Treffer besteht eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, die Kraft des Gegners für 5 Sekunden um 5% zu reduzieren. Gefällt mir. Halbelf haben wir noch. Als Nachkommen von Elfen und Menschen sind die Halbelfen eine vitale Rasse, die oft das Beste der beiden Völker in sich vereint. Natürlich nicht das Schlechteste. Wäre ja auch mal interessant, so ein Buckelfitz jetzt spielen zu dürfen. Wäre schon schön. Dilettant, Attributwert, Siegermentalität. Ihr seid von Natur aus in vielen Fähigkeiten gewandter. Also noch gewandter als die Elfen selbst sozusagen. Zwerge. Geformt aus den steinigen Sockeln des Universums waren die Zwerge erst ein Zeitalter lang Diener der Riesen, bevor sie ihre Freiheit erringen konnten. Ihre mächtigen Bergfestungen künden von der Größe ihrer vorzeitlichen Imperien. Auch Zwerge in Menschenstädten zählen zu den entschlossensten Kämpfern gegen die Dunkelheit, die sich bedrohlich über die ganze Welt legt. Bleibt standhaft! Erhöhte Schadensresistenz gegenüber Stoß- und Abwehrwirkungen. Attributwerke plus 2 Konsti, plus 2 Stärke oder plus 2 Weisheit. Und fester Magen. Erhöhte Schadensresistenz gegenüber Zeitschaden und Bier. So. Spielen wir einen Mensch? Ich gucke mir gerade die männlichen Äquivalente hier nochmal an. Halbelf! Boah, eigentlich müsste ich einen Zwerg spielen. Die Halblinge sehen so ein bisschen... Sieht aus wie Luke, der sieht aus wie Luke Skywalker so ein bisschen. Ach, der ist noch nicht freischaltbar. Halborg, wieso kein Ganzorg? Ach, weil die wahrscheinlich böse sind. Aber einfach nur regulären Menschen ist doch lahm, oder? Ich glaube, ich spiele mal einen Zwerg. Standhaft bleiben. Plus 2 Stärke. Fester Magen. Gefällt mir. Gegenüber Zeitschaden. Was bei den Menschen nochmal? Bewegliche Verteidigung plus 3%, Attributwerte plus 2 auf beliebig natürlich. Die Menschen sind natürlich die Kings. Er ist unfassbar. Heroischer Einsatz, Heldentatenpunkten auf den Stufen 10, 15 und 20. Zusätzliche Heldentatenpunkte. Ja, weiß ich nicht. Ich nehme einen Zwerg, komm. Für den Test ist das doch völlig okay. Charakterklasse, was haben wir denn? Wir haben einen Trickser-Schurken. Als Meister der Tarnung und Ablenkung sucht sich der Trickser-Schurke unbemerkt seinen Weg auf dem Schlachtfeld und schlägt mit einem Dolchpaar aus dem Verborgenen zu. Seine Eigenschaft im Nahkampf zuzuschlagen und sich sofort wieder zurückzuziehen, verursacht bei Feinden in einem Angriffstornado massiven Schaden. Unsichtbarkeit, Glockvogelangriff, Blutbad, Diebstahl, schön. Glaubenskleriker. Der Glaubenskleriker ist ein hingebungsvoller Heiler, das ist schon mal nichts für mich. Ein taktischer Magier, nutzt mächtige Arkanenergien zum Einschränken, Zermalmen. Aber wenn ich schon mal Zwerg spiele, spiele ich natürlich keinen Magier, ist doch klar. Zweihandwaffenkämpfer. Gefällt mir schon mal ganz gut. Zweihandwaffenkämpfer ist eine unaufhaltsame Wand aus Schaden und Stahl.
Der Satz gefällt mir. Geschult darin, durch perfekten Einsatz des Gewichtes eines Zweihänders alles in seinem Weg zu beseitigen. Als Inbegriff der Stärke ist der Zweihandwaffenkämpfer außerdem widerstandsfähig genug, bei Bedarf seine Verbündeten zu verteidigen. Ja, gefällt mir ganz gut. Den Sprint haben wir. Erhöht die Bewegungsrate, um Feinde zu jagen. Ja. Strafender Angriff. Schnell durch Feinde vorwärts stürmen und diesen dabei Schaden zufügen. Ja. Stahllawine. Stahllawine E. Nach einem Sprung in die Höhe landet ihr mit solch erdrückender Kraft, dass eure Feinde zu Boden geworfen werden. Ja. Gewölbekunde. Sie können Geheimtüren entdecken und auslösen, Fallen aufspüren und Artefakte zum Verkaufen sammeln. Ich sage, ja, ist ganz nett. So, beschützender Kämpfer. Das ist quasi wie bei wie der Wächter bei Herr der Ringe Online, ne? Der beschützende Kämpfer ist ein mutiger Recke, Meister defensiver Manöver und erfahren im Nahkampf und Handgemenge, ist quasi der Tank. Ne, der vorne Damage macht, aber entsprechend auch das meiste einsteckt, damit die Magier und Ranged Attacks von hinten durchwirken können. Hier demnächst verfügbar. Ich geh mal auf den Berserker natürlich. So kennt man mich. Weiter. So, Attributwerte. Ich guck mal ganz kurz, was wir hier rollen können. Das ist ja mal so eine Glückssache. Intelligenz, Weisheit, Charisma ist nicht ganz so wichtig bei uns. Wir brauchen Stärke und Konsti. Geschickt natürlich auch ein bisschen. Stärke gehen wir auf maximal 20. Ich versuche mal, möglichst viele Punkte von Anfang an abzugreifen. 20, 15 ist doof. 20, 15 ist doof. Ist das die maximale maximale Anzahl der Würfel, die wir kriegen können? Ich erinnere mich bei den alten Advanced Dungeons and Dragons Games, da konnte man auch mal, wenn man geduldig war, 20, 15, 15. Wir kriegen immer die gleiche Kombo. Bei den alten AD&D Games konnte man auch mal eben 20, 20, 20 machen sozusagen. Wobei hier wahrscheinlich 20 das höchste ist, 15 ist hier nicht das höchste, habe ich schon eine 18 gesehen. So. 20, 15, wir kommen immer auf 20, 15. 19, 16. Warte. Na komm schon, 20, 15. Komm, ich mach einfach mal ja. Rassenattributbonus auswählen. Konsti und Stärke oder Konsti und Weisheit. Konsti und Stärke. So, weiter. Voreinstellung. Wählen Sie eine Voreinstellung, klicken Sie dann auf Anpassen. Da gucken wir uns mal ganz kurz die Voreinstellung durch. Die sehen alle schon mal ganz lustig aus. Ich gehe mal auf Groß. Ja, ja, ja. Ja, das alte Kneistauge, der Bart. Hier mit so einem roten Alkauge. Aber ich glaube, ich präferiere, also der hier sieht natürlich auch interessant aus. Mugamba. Aber ich glaube, ich präferiere mal den hier und passe den mal an. Was können wir denn da machen? Haare fliehend. Ja, meine Haare sind auch fliehend, habe ich das Gefühl. Von der Stirn meistens. So, geschichtet. Das ist ja mehr so ein Anime-Look. Das kannst du bei Zwergen ja überhaupt nicht machen. Gestylt. Alter, Zwerge stylen sich doch nicht. Glatze schon eher. Irokese auch. Irokesenfrisur kurz. Irokesenschnitt. Der Krieger. Was ist denn hier der Unterschied zwischen Krieger und Glatze? Ah. Hinten eine kleine Matte. Kurz, glatte Rückseite. Kurz, unordentlich. Kurz, wellig. Lang, lang, ausgebreitet. Was ist das denn da mit der Locke im Haar? Kann ich die Klamotten mal eben ausziehen? Ich möchte mich sehen, wie die Haare aussehen. Denn mir ist das Aussehen des Charakters immer wichtig, weil ich identifiziere mich gerne mit den Charakteren, die ich spiele. Auch wenn ich hier nur kurz spiele, möchte ich dann zumindest einen Charakter haben, entweder wahlweise, der vollkommen dämlich ist, oder einen, mit dem ich mich identifizieren kann. Was ist das denn hier? Alter, das sieht ja aus, wie wenn die Haare schwarz wären. Wie ist der Sohn des Teufels nochmal, den Adam Sandler spielt? Weißt du, was ich meine? Geht nicht. Rasiert. Rasterlocken? Ernsthaft? Hey, I'm the Ganja Dwarf. Jabba, Jabba. Das geht nicht. Rasterlocken gebunden, Alter, das geht nicht. Doch, weiß ich nicht. Scheitel. Ich meine, natürlich ist es schön, viel Auswahl zu haben, aber wenn ihr schon Advanced Dungeons and Dragons machst, Alter, da kannst du auch hier nicht. Ein Donnie Darko kannst du auch da nicht machen. So, ich glaube, ich bleibe mal bei Geschichte. Das finde ich ganz gut. Natürlich nicht. Ich will eine Zwergenfrisur haben und die ist lang. So, die Augen. Was haben wir denn da? Natürlich blind.
Hey, ich bin natürlich blind. Blind links, blind rechts, verletzt. Warum hat denn da so Alkoholiker-Augen, wenn er verletzt ist? Das sieht eher bekifft aus. Das passt doch zu den Rasteraugen. Haaren. Weißt du was? Ich würde gern einen coolen Zwerg haben, aber ihr zwingt mich jetzt dazu. Sorry, ach, das hier ist auch so Gandalf-mäßig, ne? So. Rasterlocken gebunden mit roten Augen. Weißt du was? Ihr seid selber schuld. Wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, den Zwerg zu verhunzen, dann verhunze ich eben den Zwerg. Der Bart, nichts. Alter, das sieht aus wie meine Oma. Das geht doch nicht, Alter. Das ist doch kein Zwerg. Stoppeln teuflisch, so komme ich mal morgens immer vor. Ich sehe gar keine... Das sind die Teufel, die stoppeln? Stoppeln teuflisch? Ernsthaft? Backenbart. Backenbart finde ich schon wieder cool, aber bei Zwergen geht das nicht. Auch sieht das so komisch aus, die Farbe. Zwerge, dichter Bart. Kann ich hier vielleicht auch Rasterlocken im Bart haben? Das sieht aus wie so ein Gendarm aus England. Bart geflochten kurz. Ja, sowas hätte ich gerne noch lang. Und hier ist ein... Alter! I'm Hulk Hogan! Oh, hier so ein Schnäuzer natürlich geht auch. Das hier geht gar nicht. Bart dicht passt natürlich zu unserem Rastermann. Zwerg Epischbart. Was ist denn Epischbart? Der sieht ja genau aus wie Bart 2. Nur anders. Also ein bisschen. Nee, komm. Hautfarbe natürlich grün. Was, niedlich? Hautfarbe niedlich? Hautfarbe abgenutzt? Hautfarbe abgenutzt stelle ich mir vor bei Hamburger Bahnhofsnutten, aber noch nicht im RPG. Und außerdem ist die Hautfarbe gar nicht abgenutzt. Die ist nur ein bisschen schrumpelig. Das ist doch keine Farbe, das ist doch ein Hautstil. Roh. Roh heißt keine Haut. Mittleren Alters, gut aussehend, jung. Aber natürlich alte, betagt. Komm, wir sind natürlich betagt. Aber ich mache die Augen dann gleich wieder richtig. So, natürlich, da mache ich mal natürlich die Augenfarbe, mache ich natürlich mal ein stechendes Blau. Kann ich da nicht einfach OK drücken? Das ist zu blau. So, und die Haare mache ich dann natürlich doch richtig. Was ist denn das für eine komische Farbe hier überhaupt? So, nehme ich mal diese hier. Und dann aber auf jeden Fall keine Iroquois gestylt, Alter. Was ist denn das, der Opa aus Tekken? Das geht nicht. Kurz unordentlich, Alter, was ist das denn? Hallo, ich arbeite bei der Föderation für Recht und Verfassung. Nee, wie heißt das, der Planeten? Bibabo hier. Mittel, obwohl das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber wirklich betagt sieht er damit auch nicht aus, ne? Das hier ist wirklich der Gandalf-Look. Pferdeschwanz. Ich beeil mich ein bisschen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Der Charakter muss ja auch gut aussehen am Ende. Ich glaube, das gefällt mir. Haben wir zwar auch Rasterlocken, aber es sieht zumindest eher zwergisch aus. Wenn man die langen Haare hinten eh nicht sieht, dann machen wir eben die Locken da rein. So, Augenbrauen. Die sehen alle... Alter, hier gezupft vor allen Dingen. Was ist das für ein Zwerg? Ist das eine Schande? So, Tattoos. Hallo, Tränenmond, na? So, Ein Tattoo sollte er dann auch kriegen, glaube ich. Deep Winter, habe ich gerade Deep Winter gesehen? Ach, cool. Aber doch nicht so ein Emo-Ding, oder? Ich guck mal ganz kurz rum, was wir noch haben. Tattoos gibt es auf jeden Fall auch eine Menge, wie es aussieht. Man hat schon so ein paar Optionen, seinen Charakter zu erstellen. Klassisch. Ah, ne, mürrisch. Ich dachte gerade klassisch, wollte gerade sagen. Pranke des Winter. Schwarzer Rabe, Selune. Oder Selüne oder Selüne oder Schmutz viel, Schmutz wenig. Sommersprossen. Schmutz viel würde beim Zwerg eigentlich passen. Ich glaube, das lasse ich mal. Hatte zwar kein herausstechendes Tattoo, aber er sieht wirklich ein bisschen, noch ein bisschen ruppiger aus, auch mit dem Alter und so weiter. Narben. Auge links. Auge rechts, Backe links. Das sieht aus wie Pickel. Nasenschnitt. Ich glaube, so lasse ich den mal. Gesichtsmaße, Kopfgröße. Hallo? Aha, Kopfbreite, Kopftiefe, Halslänge.
Mal ganz kurz gucken, wie das außer Weite aussieht. Halslänge müssen wir, glaube ich, bei Zwergen ein bisschen länger lassen, damit der Kopf ein bisschen rausguckt. Augenhöhe. Schade, das ist nicht ganz so viel, was sich hier ändern lässt. Das ist eher so... Ah, weiß ich nicht. Man kann schon ein bisschen ändern, aber so wirklich Auswirkungen hat das nicht. Da müsste man vielleicht einen Regler noch ein bisschen übertreiben, damit es ein bisschen cooler wird. Braunbreite, das heißt Brauen, Freunde. Brauen. Augenbrauen, nicht Augenbrauen. So, Braunbreite. Mache ich, glaube ich, mal ein bisschen... Müsste eigentlich enger sein. Dafür mache ich mal den Kopf... Breite vielleicht. So, ein bisschen sturer. Augenhöhe, Augenabstand, Brauen, Höhe hatten wir ja schon. Natürlich als Zwerg, das einen überheblichen Zwerg gibt es nicht. Deswegen einfach immer grimmig gucken. Nasebreite, gerne auch breit geschlagen. Nasenhöhe. Nee, das sieht aus wie... Klar, klar. Ich bin der Rabe Horux. Das machen wir mal nicht. Wo ist die Nasenhöhe? Nasenrückenbreite. Nasenrückentiefe. Kann ich vielleicht die Nasen, diese Nasengebogenheit auch ein bisschen? Nasenlänge. Komm, dann machen wir mal Zinken. Echter Zwerg hat natürlich einen ordentlichen Zwinken. Nasenlochgröße sehe ich doch gar nicht. Kriegt er da mehr Luft oder was? Ist das ein super Feature? So, komm, haben wir einfach mal einen Kolben. Mundbreite. Mundhöhe. Ein bisschen weiter runter, damit er ein bisschen schmolliger aussieht. Lippenfülle brauchen wir nicht. Kieferbreite auf jeden Fall breit. Kieferhöhe. Tief. Wangenknochengröße auf jeden Fall wangig. So, Körperform. Zwergstandard. Zwergschwer. Zwergschlank. Zwergschwer. Körpermaße. Schulterbreite. Ach. Wieso kann ich dem die Klamotten nicht mal aus... Ach da, Rüstung ausblenden. Geht zum Glück doch. Habe ich gerade gar nicht gesehen am Anfang. Ja, sieht wirklich ein bisschen breit aus. So, Schulterbreite. Mäh. Brustbreite. Mäh. Brusttiefe. So, machen wir ein bisschen massig. Die Hüftbreite. Natürlich durchtrainiert. Hüfttiefe. So ein dicker Bauch wäre natürlich auch ganz cool. Wir bleiben mal ein bisschen beim Epischen ausnahmsweise. Armlänge machen wir kurz. Armstärke machen wir ganz stark. Machen wir so einen kleinen Mini-Hulk. Mit Megapranken. Handlänge. So, damit das nicht aussieht wie Wurstfinger. Beinlänge. Ist ein Zwerg. Beinlänge kurz, oder? Muss ja kein großer Zwerg sein. Beinstärke. Fußgröße. Ronald McDonald. Fußdicke. Machen wir auch. Fußlänge. Alter, voll die Klumpfüße. Da bleibe ich mal auf der Hälfte. So, ich glaube, dann haben wir den. Kopfform. Sind wir gerade bei Schaf. Konzentriert ist, glaube ich, ganz gut, ne? Ich glaube, da bleibe ich bei konzentriert. Dann sieht er ein bisschen bösartiger aus. So, dann haben wir den jetzt aber. Weiter. Ach du Heilige, Charakterherkunft. Stimmt, das konnte man ja mal so machen. Oh, Baldur's Gate, Baldur's Gate, Baldur's Gate, Waterdeep. Ach Mensch, das weckt Erinnerungen. Oh, schön, Mistranor. Schön. Drachenküste, nein, wir kommen aus Baldur's Gate. Ist eine Stadt der Möglichkeiten und hat gerechte Gesetze. Die Stadt ist stolz darauf, ein offener Ort zu sein, an dem jeder zum Bürger werden oder ein neues Leben beginnen kann, unabhängig von Rasse oder Hintergrund. Das reicht mir schon, da will ich gewesen sein. Unzufriedener Flüchtling, weltgewandter Säbelrassler. Ihr habt die Stadt auf der Suche nach Abenteuern schon öfter verlassen, als ihr euch erinnern könnt, doch seid immer wieder zurückgekehrt. Baldur's Gate war die neue Heimat eurer Familie, aber ihr konntet die Behandlung als Einwohner zweiter Klasse nicht länger hinnehmen. Ja, so war es nämlich. Ich bin ein unzufriedener Flüchtling. Götterglaube. Also wie man sieht, Neverwinter ist und war schon immer sehr rollenspiellastig. Das heißt, die Jüngeren werden jetzt bestimmt schon fluchen, also die zumindest, die sehr ungeduldig sind und so ein bisschen eher Battlefield gewohnt sind oder sowas. Hier geht es tatsächlich sehr viel um die Geschichte, auch der Charaktere, sehr viel um die Geschichte und ich hoffe, dass das MMO das auch weiter transportiert. So, Tempus ist der Gott der Schlacht und der Kampfkünste. Sune ist die Göttin der Schönheit und der zärtlichen Gefühle und die war voreingestellt? Alter, ich bin ein Krieger. Das ist ja unfassbar.
Storm. Der Wahre ist der unerbittliche Gott des Gesetzes, dem Fundament aller Zivilisation. Tumora gibt es noch, es gibt Moradin, es gibt Ogma, ich lese jetzt ausnahmsweise mal nicht alle vor, Selune, weil uns ja nur begrenzt Zeit zur Verfügung steht, Silvanus, der Vater der Wälder. Ich nehme einfach mal natürlich ich nehme Tempus natürlich. Der furchtlose Herr der Schlachten sieht Krieg als Naturgewalt, unabdingbar für den Aufstieg und Fall der Zivilisation. Nehme ich einfach mal den Kriegergott, zack. So, weil wir auch so kriegerisch sind. Und ich nehme als Charaktername, mal gucken, ob das geht, Knorz der Hauer ist ein Charaktername, den ich gerne mal nehme. Das heißt aber, wenn euch jetzt in irgendwelchen MMOs irgendwelche Knorz entgegenlaufen, bin es wahrscheinlich nicht mehr ich. Entschuldigung dafür. Optionale Charakterbiografie wird im Charakterbogen angezeigt, ist für alle Spieler sichtbar. Eintrag folgt, das würde jetzt quasi unser kleines Let's Test sprengen. Wir beginnen mal unser Abenteuer. Yeah, Stufe 1. Q-Position 10.016. Ja, liebe Freunde von Neverwinter. Liebe Leute bei Cryptic, ihr habt doch Erfahrung mit MMOs. Warum werden da denn nicht 2, 3, 4, 5 oder mehr weitere Server bestellt? Willst du mich verarschen? 193.000? Ist das... Habt ihr da irgendwie 1000 Rollenspielwürfel, die ihr da rumwerft für die nächste Zahl? Na, ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt noch erleben darf. Ich hatte gerade noch überlegt, ich nehme das alles auf und beschleunige das dann anschließend. Aber wenn ich jetzt plötzlich 180.000 Positionen nach hinten gerutscht bin, ich glaube dann... Hä? Was? Ich raff das nicht ganz. So, ich bin mal sehr gespannt. Ich werde, glaube ich, jetzt hier einen kleinen Schnitt machen und einfach mal die... Wartezeitposition ein wenig beschleunigen, damit ihr euch zu Hause nicht tot warten müsst, weil ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich warte mal ganz kurz ab, was die nächste Zahl ist. Na komm, würfel mir random irgendwas aus. Ah, jetzt geht's scheinbar. Aber wie lange muss ich da warten? Muss ich jetzt stundenlang aufnehmen? Aber man muss natürlich sagen, Neverwinter ist momentan in der Open Beta, das heißt, es wird wahrscheinlich zum Start noch neue Server geben. Gerade jetzt in der Open Beta sind natürlich alle scharf drauf, mal einen Blick reinzuwerfen. Ich ebenso. Deswegen stelle ich mich immer einfach ganz in Frieden an und gehe einfach mal ein halbes Stündchen irgendwo was anderes machen, glaube ich. Ja, es wird eine tolle Aufnahme. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.